Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Sorry, dass ich so lange weg war, aber jetzt geht's mir wieder besser und ich bin fit genug, um weiter aufnehmen zu können. Ich war jetzt, glaube ich, 2 Monate mit The Outer Worlds im Verzug, aber ich musste das quasi machen. Also ging nicht anders. Ich hatte schon erzählt, dass ich schon Pulsprobleme und so weiter hatte. Hat sich jetzt alles wieder ein bisschen beruhigt. Ich bin zufrieden. Und jetzt legen wir weiter los, Leute. Heute gehen wir zu Fides Labor und besuchen ihn mal. Und ja, geben eine Kugel durch den Kopf für das, was er uns angetan hat. Viel Spaß. So, dann gehen wir nochmal sterben. Hier wird gleich irgendwas explodieren. Ich spüre es. Hier dieses Licht. Verlassener Bergbau Außenposten verriegelt. Hier wird wahrscheinlich dann eine Mission stattfinden, ja? Da werde ich später hinkommen. Na gut, ich habe eine Wissenschaftswaffe gefunden, die scheiße ist. Ich hätte gerne eine, die irgendwas verschießen kann. Oh. Bist du ein Trogoloss? Nein. Der Trokoloss heißt es ja. Habt ihr schon mal einen Idioten sterben sehen? Ihr werdet es gleich sehen. Erstmal blenden. Ich habe das Gefühl, dass er nicht so blind ist, wie er sein sollte. Jetzt ist er blind. Ja gut, gehen wir an die zu der Unreliable zurück. Wobei das da sieht noch interessant aus. Vielleicht kann man da noch sterben. Ich würde es ja so gerne nochmal tun. MacDietrich. Nice. Ich freue mich immer, die zu finden. Gehen wir also in die Höhle. Oh, sieht das cool aus alles. Und da ist irgendwie eine Sonne. Ziemlich weit entfernt, aber es ist eine Sonne. Ich meine, das alles hier sind Sonnen. Aber das ist eine ganz nahe Sonne. Ein Wachposten? Seid ihr die einzigen Gegner hier? Beschädigte Schweberobotereinheit. Achso, das sind gar keine Feinde. Sorry, ich wollte deine Tiere nicht töten. Life sounds abnormal. Administering stimulant. Ach so, er heilt die kleinen Vieh. 75? Ich komme zurück. Hatten wir nicht ganz hohe Werte? Im Schloss knacken. Na gut. Ja, der Rest geht auf Trinken und so. Das klären wir gleich. Okay, ja, tschüss, Kleiner. Na gut, gehen wir zur Unreliable zurück. Und kommen mit 75 hier zurück. So, da sind wir. I believe I hear Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Das interessiert mich doch nicht. Sollen die doch drüber reden? Wen juckt's? Ich würde gerne meine legendären Waffen abgeben. Would you like a reminder on when your next shower is scheduled? Oh nein. Duschen. Einmal mehr, bitte. So. Legendären Waffen abgegeben. Die sind jetzt nicht so dolle. Von daher. Vielleicht, wenn ich es upgrade, ja, aber so. Felix, your apps are surely not gonna believe this. You remember that spin-off series about the mass marketeer? Halcyon Helen's coming on for a special romance arc? They hold hands. That's the episode with Ruth Bellamy, right? Been meaning to catch that. Can't believe I got my own box. Ja, ja, ja. Dafür habe ich euch eingestellt, damit ihr quatschen könnt. Geht raus, organisiert ein Geld. Zurück zur Groundbreaker. Were I a gambling woman,
I'd wager you're responsible for my mechanical safe return. I can't thank you enough. Bitteschön. Mir Geld. Wo ist jetzt der Haudegen? Ich frage mich, ob ich den wieder treffe. Sieht halt so aus, als würde er meine Crew kommen. Ja, so viel dazu. Was kommt als nächstes dran? Der leere Mann. Mache Reginald Chanley ausfindig. Du hast erhalten Bitmodul, Biotika-Creme, Adreno. Nice. So, Monarch. Jetzt komme ich. Wir versuchen es nochmal. Und ja, vielleicht haben wir noch ein, zwei Quests, die wir noch machen können. Wieso will jetzt Ellie und Felix wieder mit? Ach, das sind eure Waffen. Ah, jetzt verstehe ich. Ah, jetzt, das erklärt einiges. Schrott sammeln wir mal. Ja, dafür brauchen wir Stella Bay. Nee, ein bisschen. Okay, wenn wir es jetzt nicht gebacken kriegen, hier durchzukommen, dann müssen wir die 10.000 Bits raushauen. Selbst die haben scheiße viel Leben, ne? Und ich krieg 57 Erfahrung für einen. Krass. Oh Gott, ich steck jetzt hier fest, ne? Nee. Was verkaufst du mir eigentlich? Irgendwas Sinnvolles? Der fliegt, der. Wie viel Leben habt ihr eigentlich? Okay. Ich hab einen bekommen! Ich hab einen bekommen! Oh. Shit. Blenden! Also rein theoretisch ist es möglich. So kannst du nicht im Laufen nachladen. Rein theoretisch ist das möglich. Aber ich glaube, das hier mehr als nur der eine. Ich könnte mich natürlich auch komplett durchschleichen. Jetzt läuft er weg, ich fasse es nicht. Hehe. Bitte nicht schlagen. Ich will doch nur einen von euch töten. Ja, ich glaube, das können wir vergessen. Zahlen wir die 10.000. Das wird nichts. Ah, das wird. Oh, warum muss ich die 10.000 zahlen? Das ist mein Geld. Was, wenn ich jetzt keine 10.000 hätte? Was müsste ich dann tun? Ich meine, es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Es muss. Ich weiß nur nicht wie. Einen kleinen Test, bevor ich aufgebe. Natürlich gibt es noch eine andere, indem ich den Typen verrate. Fines. Kann ich ja nicht bei ihm landen mittlerweile? Oh. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ob das meinen Schaden verändert hätte? Man weiß es nicht. Es wirkt halt nicht so. Aber ich kann da hinreisen. Vielleicht kriegen wir die Wissenschaftswaffe von ihm.
Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw. Yeah? Welcome back, Captain. I have received a transmission from Roseway, from a Dr. Shaw. Beginning playback now. What? Oh, is this on? Oh, it's on right now. Oh, blast! Hello? I'm trying to reach the captain of the Unreliable. I'll keep this short, lest I get caught. Please return to Roseway as soon as you can. I have an item of great value that you'll be interested in. Now, how does this blasted thing turn off? Damn, engineers never label these toggles clearly. Is it the... The transmission is complete, Captain. Okay, alles klar. Take care. I require... Jetzt wissen wir, wo wir jetzt nächstes hingehen. Aber wieso krieg ich das, wenn ich zu Phineas Labor will? Vielleicht, weil ich in der Nähe war. Jetzt schiebe, wenn du so weitermachst, fährst du runter. Ja gut, hoffentlich bringt er mir eine Waffe, die 500 Schaden macht. Dann kommen wir so durch. Ah, I remember you. You must have received my wireless. Thank the law. I went to great risk to send that. Ja, habe ich. Was hast du mit dem Gegenstand von großem Wert gemeint? Aha. I knew that it enticed you to return to our dangerously unprofitable township. I asked you here because I have a working prototype of the Alternator, Anti-Cleo's very first weapon. I'd like you to have it before it gets confiscated. Ah, sein Versprechen. Beschlagnahmt, wieso? The schematics you fetched for me lent themselves well to the creation of the beauty you now possess. Unfortunately, Anti-Cleo R&D felt otherwise. The market's already saturated, they said. Weapons are everywhere. They aren't interested in mass-producing the Alternator, which makes this an illegal prototype weapon. Given your unlawful proclivities, I thought it'd be safest with you. So here we are. I'd rather see it in the hands of a free agent than destroyed. Ja. Hey, das musst du mir nicht zweimal sagen. Danke. Alternator. 44 Schaden. Korrosion, aber ich habe doch schon eine Korrosionswaffe. Die ist auch ganz gut. Die ist die legendär? Keine Ahnung, anscheinend schon. Na gut. Dankeschön. Ist jetzt nicht das Problem, das ich ehrlich gehofft habe, aber gut. Kann ich nochmal reisen? Ich war schon dehydriert genug, weißt du? So eine Wurst. Achso, da muss ich hin. Ich wollte gerade sagen, dann da Unreliable habe ich doch sowas gar nicht gesehen. Ein Monat hat's gedauert und jetzt gehen wir endlich durch diese Tür. Oh, lange nicht mehr gemacht. Ach, guck mal. Sam können wir jetzt auch mitnehmen. Einer fehlt uns aber noch. Frage ist, wer? Und ich hoffe, das Spiel ist jetzt mittlerweile einen Monat später ein bisschen flüssiger. Mal gucken. Ja, wir gehen erstmal weiter. Wir sind jetzt bei Phineas Labor angekommen. Da wollten wir A, nach dieser komischen Geheimwaffe suchen und B, wollten wir die Mainquest voranbringen. Übrigens, mein Licht da oben ist kaputt gegangen. Gestern. Tolles Timing. Deswegen ohne Licht. Ich hoffe, das ist okay. Hello? Can you hear me? Does this work? Oh, damn it, blast, that's loud. Okay, wieso sieht das hier genauso aus wie mein Schiff? Nee, anders. Aber hier sieht es aus wie in der Groundbreaker. Ich erinnere mich an die Namen noch. Unglaublich. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Der will ja anscheinend mit uns quatschen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Oh. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Ich würde gerne einfach cheaten. Irgendwo rüberspringen. Das muss doch möglich sein.
Oh Gottes Willen, wie weit springe ich denn? Ach, guck mal, da ist irgendwas. Seht ihr das? Da leuchtet es blau. Da muss ich hin. Kann ich etwas looten. Sehr schön. Ich habe mich drauf geachtet, was drin war. Geil. So, wo soll ich jetzt hin? Ich vermute mal diesen Gang entlang. Ist das eine Walltür? Weißt du, wenn ich solche großen Komplexe sehe, dann frage ich mich doch, wer genau hat das gebaut? Und kann das wirklich so geheim sein? I'm just securing my ongoing experiments and securing myself. Ich werde dich schon durchtöten. Mal, vielleicht. Mal gucken. Immerhin könnten wir quasi das Spiel jetzt schon beenden. Wahrscheinlich, wenn wir ihn töten. Mind the mess, sir. I haven't had a visitor since, in fact, I've never had a visitor. Ja, aber du musst doch Besucher gehabt haben. Irgendwer muss das doch gebaut haben. Kannst du mir doch nicht erzählen. Oh, hi. Ja, er ist das Sicherheitsglas, alles klar. Bubbles. Hallo, Bubbles. Du bist wirklich ein hübsches Schwein. Ach du heilige Scheiße. Oh, ich müsste dich eigentlich töten. Nur um dich zu befreien von diesem Körper. Ich kann mit dir reden? Nö, offensichtlich nicht. Zystenschweinhuf. Das sind Zysten. Weg von mir, Alter. Als wären die Schweine schon eklig genug, oh. Erinnerung. Dichtungen sind leck. Diese Kapsel nie benutzen. Ich glaube, oh. Hübsche Bilder hast du da. Oh, ich habe das Poster geklaut. Das kann ich bei mir aufhängen. Kann Phineas mein neuer Kumpane werden? Okay, ich habe Poster geklaut. Nice. Kann ich hier noch mehr klauen? Kann ich das Schwein klauen? Oh, da liegt noch ein Zystenschwein. Was ist das? Grüne Kapsel. Du hast mehr als 4 Jahrzehnte im Weltraum verbracht, in denen dich nichts außer der Technologie dieser Kapsel am Leben erhalten hat. In ähnlichen Kapseln warten deine Mitkolonisten darauf, dass du sie befreist. Reviving you from hibernation was my greatest accomplishment. Your odds of survival were a mere 28%. Dankeschön. Experimentnotiz zur Dekrynisierung. Hebe Kerntemperatur weitere 5 Grad Celsius über eine Stunde. Dosierung scheint zu funktionieren. Leichte Differenzen zum Prozess bei Zystenschwein im Toleranzbereich. Er hat das an den Schweinen vorher getestet. Und 2 von 3 Schweinen sind dabei getötet worden. Gestorben. Meine Kamera ist irgendwie ein bisschen seltsam. Vielleicht kommt es einfach mit dieser... mit dem Licht nicht klar, weil von rechts werde ich angestrahlt vom Fenster und von links kommt Schatten. Puh. Mikroskopische Analyse zeigt keine Anzeichen von traumatischen Zellwandkollaps. Vielversprechend. Erinnerung, Schwein auffrischen. Aufwischen. Ja, die Zysten aufgewischt, Leute. Einfach die Zysten aufgewischt. Ah. Brauche Sicht in den Schädel, um Neuronen zu überprüfen. Ups, abgerutscht. Vermutliche Effekte? Ach, nichts Wichtiges. Vielleicht Taubheit in der linken Ferse. Wer braucht die schon? Oh. Betrachte Probe. Anzeichen für hyperaktive Produktion von Dopamin und Noradrenalin. Interessant. Allerdings keine Anzeichen für entropische Effekte auf Neuronen. Sehr aufregend. Darf jetzt nur nicht explodieren. Hebe Kerntemperatur weiter 5 Grad Celsius über eine Stunde. Hoppla, Sonde im Hirn vergessen. Mit Ellenbogen ausgerutscht. Subjekt könnte Taubheit in der linken Gesichtshälfte spüren. Akzeptabel. Okay. Oh, ich habe was vergessen. Eine Sekunde. So, jetzt. Ich hatte die Stims auf Discord vergessen. Neurochemikalienproduktion weiterhin untersuchungswert. Nebeneffekt längere Kryostase. Subjekt könnte Tachypsychie verspüren. Hat irgendwas mit dem Herzen zu tun. Wahrscheinlich irgendwie Angstzustände und erhöhter Herzschlag. Erhöhter Angriff, Fluchtreflex.
Hirnwellen überprüft, starker Sprung in Wahrnehmungserkennungsverarbeitung, als ich die Sonde angestoßen habe. Faszinierend entspricht Geschwindigkeit in einem Stubenfliegenhirn. Könnte nützlich sein, stressige Situationen erzeugen subjektive Zeitdilatationen. Betrachtung der Welt wie in Slow Motion. Hat jeder von der Hope dieser Art Hirnschaden oder ist das eine Eigenheit von Zero? Edgar, ich hab Schwein experimentiert, das war ich, das war meine. Oh mein Gott. Das war meine Operation. Ach du Scheiße. Kann es gar nicht abwarten, mehr Subjekte aufzuwecken, im Detail zu studieren. Sollte man das überhaupt Hirnschaden nennen? Klingt mir eher nach Verbesserung. Wer möchte nicht gerne willentlich abrufbare, hyperschnelle, bewusste Reaktionen? Bin ich neidisch? Einen Atemzug in die Unendlichkeit auszudehnen? Nur einen Moment lang die Welt in unendlichem Detail zu betrachten? Oh. Kerntemperatur gestiegen. Noch immer stabil. Keine Zeichen von Zellwandabbau, neurologischer Nekrose. Beginne nächsten Zyklus. 5 Grad Celsius über eine Stunde. Ja, vielleicht beneide ich dich wirklich, Zero. Ja, beneide mich mal. Ich habe kein Gespür mehr auf meiner rechten Gesichtshälfte. Ich lasse ihn am Leben. Er hat einen Namen. Ah, oh, Terminal. So, ich kann die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht die Verrücktheit der Menschen. Newton, Experimentnotiz. Von Nummer 01173. Heureka, schockgefrorene organische Materie nimmt wieder ihre ursprüngliche Zellstruktur an, wenn man sie mit einer Dimethylfluix-Tinktur behandelt. Ach du Scheiße. Okay, damit hat er mich eingesprüht. Quote des explosiven Zelltods bei 6%. Ein äußerst solider Wert. Schlechte Nachrichten. Schwierige Akquise. Begrenzte Menge des Gemischs, vermutlich produziert von Auntie Cleo. Vor kurzem eingestellt wegen extrem negativer Reaktionen. Muss mehr davon finden. Alles klar. Frisch von Auntie Cleo Experimente mit Spacer's Choice telemulgiertem Getränkeweißersatz. Mischvorgang abgeschlossen. Füge 2 Unzen Spacer's Choice hinzu. Grauenhaft. Ein Teil von mir ist innerlich gestorben. Erinnerung. Spacer's Choice auf die Liste setzen. Notiz an mich. Nummer 2. Mehr Mundwasser kaufen. Künstliches Nase erfolgreich bei Zystenschweintests herbeigerufen. 2 Stunden später. Wiederbelebungsvorgang gestaltet sich kompliziert. Zystenschweingewebe wieder in lebendigen Zustand versetzt. Gehirnmasse durch rasche Nukleierung in Mitleidenschaft gezogen. Beginne mit Behandlung. Behandlung zeigt Fortschritte. Behandlung gescheitert. Gehirnmasse durch raschen Beginn der Nekrotisierung irreparabel beschädigt. Explosiver Zelltod. Verflüssigte Überreste des Zystenschweins endlich aufgewischt. Boden, Wände und Geräte im Labor wieder sauber. Notizen zu Zystenschwein. WTF. Hab eines meiner Versuchszystenschweine verschont, damit es als erneuerbare Nahrungsressource verwendet werden kann. Hab dieses Glücksschwein Bubbles getauft. Einem Tier einen Namen zu geben, stellt ein gutes Verhältnis her und schafft eine positive emotionale Bindung. Soll angeblich auch den Geschmack der Tumore verbessern. Das muss ich genauer studieren. Hervorragende Wesen, diese Zystenschweine. Ich weiß nicht, wie die Menschheit ohne dieses genetische Wunder aus saftigem Schweinefleisch überlebt hat. Es ist wohl an Barbarei kaum zu übertreffen, dass man ein Schwein des Fleisches wegen schlachtet, obwohl man die natürlich reifenden Tumore ähnlich zu vom Baum gepflückten Pseudoäpfel ernten könnte. Ein wahres Wunder der modernen Wissenschaft. Ich kotze gleich. Oh, das arme Schwein. Oh. Hacken. Oh, cool. Nice. Persönliche Protokolle, Eintrag 01037. Konnte die Dienste eines gewissen Captain Alex Hawthorn von der Unreliable erwerben. Ich hoffe, er hat sein Schiff nicht nach der Qualität seiner Dienstleistung benannt.
Ich werde meine neuen Komplizen per Rettungskapsel zu Horfron schicken, sobald der Wiederbelebungsvorgang abgeschlossen ist. Horfron sollte ein umgänglicher Begleiter sein oder zumindest ein umgänglicher Aufpasser. Wenn das Gesetz mir gnädig ist, ist er zumindest kein kompletter Vollidiot. Anscheinend schon. Er ist beim Versuch, mich zu retten, gestorben. Hat sich das Ding gerade bewegt? Achso, das war ich. Oh. Roboterteile. Noch mehr Roboterteile. Da lag doch noch irgendwas hier. Oder habe ich gehört? Ich glaube, das war das hier, was ich gesehen hatte. Ah, das hier. Der Kryo-Helm. Nice. Your old hibernation mask. Had to remove it, you know, in case you were prone to vomiting. Danke. Aber wenn die gut ist, hättest du sie mir ruhig lassen können. Tech-Fähigkeiten. Nice, wenn es nicht hier beim Schal versinken würde. Aber ich glaube, derzeit habe ich... Was habe ich derzeit? Langwaffen, ja, das ist wesentlich besser. Oh, noch mehr Zystenschweine, wow. Ich bin zuversichtlich, dass ich gesund bin. Erinnerung, zerflossene Schwein aufwischen. Erinnerung? Es ist doch da reingeflossen, oder nicht? Oh, ist das widerlich, der hat das Ganze sauber gemacht. Oh. Noch mehr Erinnerungszettel? Nein. Oh. Nachrichten. Hacken. An H. Blight. Keine Antwort. Grund unbestimmt. Originalnachricht, siehe Anhang. Ich habe es geschafft. Details folgen später. Ergebnisproduktion wird schwierig. Brauche deine Hilfe. Alle erforderlichen Materialien sollten in Halcyon zu finden sein. Aber Standorte sind mir nicht bekannt. Habe einen neuen Partner nach Terra 2 geschickt. In die Nähe von Edgewater. Er ist an meiner Unternehmung beteiligt, aber Vertrauen meinerseits nur bei etwa 23,7% im Moment. Er birgt gerade ein Schiff, sollte bald hier sein. Muss nur wissen, wohin ich ihn schicken soll. Gib Bescheid, wenn du das erhalten hast. Will endlich fertig werden, P. Oh, ich hab doch keine Antwort. Und das ging an... Ja, es ist mir klar, dass das Fiennes war. An H-Blight. Juckt mich nicht. Ich untersuche hier alles. So, er hat also einen Partner. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Schreibt mir den mal auf. Ich muss meinen Stift, den ich gerade benutzt habe, da. Blight. Alles klar, Chef. Nun gut. Oh, ein Schrumpfstrahler. Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Das ist also eine dieser legendären Waffen, ja? Und was wir exacto mundo mit dieser legendären Waffe anstellen können, ich weiß, das war korrektes Deutsch, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn wir es an unserem Lieblingshaustier Bubbles austesten. Bis morgen, ciao!